Hallöchen Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. So, bevor wir da die einen Danunea angreifen bei Paha, machen wir nochmal so ein paar Anmut und Änderungen. Stärke. Nicht den Mut verlieren. Den gehen wir mal so in den Marsch. Wer war nochmal der General da ganz oben? Ala Witzi, ne? Für Macht und Ruhm. So, denn der hat nämlich auch keinen Handelsbonus mehr. Haltet die Augen offen. Dann gönnen wir uns den hier doch mal. Müsste mal Nahrung minus nochmal drücken können und Bronze müsste im Plus gehen, ne? Ja, so ist es. Das sieht doch oben schon wieder echt prickelnd aus. Dann marschieren wir hier mal rein. Ach ne, warte mal. Wir müssen ja dann, wenn wir angreifen, den Beobachtungsposten erstmal kaputt machen. Mir nach. Aber ich will so viele Bewegungspunkte haben, wie es nur geht. So, da haben wir den auch. Jetzt gibt es erstmal eine Schlacht. Gucken wir mal, ob er Die sich Klinge zurückzieht. von Hati. Mit seinen Supertruppen. Lasst sie erzittern. Ja, für seine Supertruppen ist das trotzdem zu hart. Ich bin nur wegen einer Sache hier. Der hat halt, ne, bis auf die Wurfspeerwerfer hat er nur goldene Einheiten und er bringt diese supergeilen Bogenschützen, die wir auch haben, mit. Aber unter Umständen, wenn wir die dann schlagen, gibt's vielleicht in der Kriegerzuflucht wieder gepanzerte ägäische Bogenschützen. Das wäre nice. Wir müssen So. unbarmherzig sein. Jetzt kriegt er natürlich keine Unterstützung. Für Ruhm und Ehre. Der ist im Marsch, den nutze ich lieber nicht. Ich kämpfe für Hati. Naja, vielleicht geht's hier noch, weil das noch eine 13er Einheit ist und keine 15er. Armee So natürlich. Blutvergießen geboren. Jedes Mal verlabere ich mich da. Ja, eine Einheit ist ein bisschen angeschlagen. Zweimal Wagen. Ach komm, drauf Tötet sie da. alle! Ja, das sieht vom Balken her nach einer sehr spannenden Schlacht aus. Also ich gehe mal davon aus, dass die sehr, sehr blutig wird. Bis gleich. Die erste Schlacht gegen diese krassen Danunea steht jetzt hier an. Gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Nebel und dann Gewitter. Das ist schlecht für meine Fernkämpfer. Nein. Trockengluthitze. Das nehmen wir mit. So, ob er angreift, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall Zeit, Blut fließen zu lassen. sollten wir mit unseren Wagen schnellstmöglich dann seine gepanzerten ägäischen Bogenschützen wegmachen. Die hat er auch hier hinten stehen, ne? Hier auch mal so eine krasse Schlucht. Wir müssen uns von ihren Bogenschützen fernhalten. Oh ja, da hast du recht. Von denen sollten wir uns wirklich fernhalten. Vor allem können die auch in Brand stecken. Das ist auch nicht gerade günstig. Deswegen stellen wir uns lieber nicht in den Wald. So, da die Goldenen hin. Nehmen die anderen Speerträger. Ja, leider auch noch die besten, die es gibt. Wenn das irgendwelche Pillepalle-Bogenschützen wären, dann wäre es halt nicht so schlimm. So, Zentrum steht. Naja, war halt leider nur zwei Wagen, ne? So, dann macht ihr eine hängende Flank. Und ihr macht hier eine hängende Flank. Und so. Tja, da der diese krassen Bogenschützen dabei hat, den General erstmal weit zurück. Wahre Krieger. So, hier ist schöne Freifläche. Da ist alles so mit Wald. Dann nehmen wir die Wagen hier rüber. Und auf geht's. Der macht nur so eine seitliche Verschiebung, das heißt, er kommt nicht.
Alles so ein bisschen Geduld hier. So. So, und die ganzen Truppen, die jetzt unterwegs sind, nur im normalen Marsch. Ja, hier schöne Bedrohung schaffen. Ich denke mal, können wir erstmal Schub geben. Müssen hier natürlich auf Bewegung achten. Auch krass, ey. Bis auf diese Wurfspeerwerfer. Nur goldene Einheiten. Und das hier? Das ist alles auch noch Schlamm. Über dieses Schlammfeld an hier. Das ist ja brutal, ey. So, normale Geschwindigkeit. Echt? Vielleicht, wenn ich seine Flank irgendwie mit den Steinschleudern angreife, vielleicht kommt er ja dann. Am besten Pause. Die steht da. Dann stellt ihr euch so hin. Die steht da. Kommt ihr mal dorthin? Naja, meistens, wenn er ein bisschen zu viele Steine abkriegt, dann macht er sich ja doch auf den Weg. Wenn er das machen sollte, muss er halt durch den Schlamm. Stellen wir mal da ein. So. Kann schon mit dem Bogenschützen ziemlich weit dahin schießen. Dann lassen wir die Wagen da erstmal stehen. So, alles wieder im normalen Marsch erstmal. Die laufen auch noch. Und der läuft auch noch. Ja, fleißig Verschiebung bei ihm. Der Triumph ruft! Wir können seinen Wald leider nicht anstecken. Wir haben keine Bogenschützen mit. Ja, hier mal alle markieren. Der hat sogar die mitgenommen. Ach, könnt ihr normal marschieren. Wir können auch mit so seinen Steinschleudern an seinen gepanzerten Truppen kaum Schaden machen. Hoffen wir, dass sie nicht auf unsere Beine zielen. Ja, stell dir mal vor, kriegst du einen Pfeil im Kopf. Ja, die kommen nur langsam an. Komm, das letzte Stück könnte aber laufen. So, die sind auf jeden Fall noch nicht drin. Wir werden euch vernichten. Kommen hier wieder leichte Verschiebung bei ihm. So, die Truppen stehen mehr oder weniger. So, wie weit müssen wir denn noch ran, damit die Steinschleuderer schießen können? Ist schon nicht mehr so weit. Müsste jetzt in den Matsch rein. So, haben wir den Matsch mit euch? Die steht da. Das mit diesem riesigen Matschfeld ist natürlich übel. So, die stehen da ungefähr.
Gucken wir mal, ob die Steinschleuderer von da dann schon schießen können. So, erstmal wieder weiter. Also, sobald er dann angreifen sollte. Allerdings sind das auch so üble Nahkämpfer, diese Bogenschützen. Jawohl, die sind gleich drin. Nein, geht. Aber hier, seine Bogenschützen schießen auch schon. Achso, ich bin auf halbe Geschwindigkeit. Einfach immer weiter! Tja, ich glaube, ich lasse erstmal. Ah, jetzt kommt er. So, die gehen irgendwie da lang. So, ein Stäbchen. Denn ich würde gerne jetzt auf die Wurfspeerwerfer schießen. Auch wenn die Bogenschützen übler sind. Ja, lass er erstmal anrollen. Die wollen was gegen die Wagen machen. Kommt mal ruhig noch näher ran hier. Ja, noch näher, noch näher. Hier treffen uns ihre Bodenträger. Ja, ich weiß. Was sollen wir machen? Wellen und Stürme. Klappe schon mal zu. So. Ihr brettert jetzt los. Steine in die Luft, los! Na, jetzt schießt die Bogenschützen schon auf die. Das ist egal. Ihr müsst euch jetzt trotzdem da durchquetschen. Blut und Schlachten. Es ist hoffnungslos. Auch wenn es durch den Matsch ein bisschen dauert. Streitwagen unterwegs! Bewegung! So, die Wurfspeerwerfer blinken schon. Kämpft für den Ruhm! Stäbchen! Die da drauf. Alter, die hat er so angehackt, dass die eine sogar schon am Fliehen ist. Hier weiter auf die Wurfspeerwerfer. Ihr klatscht da rein. Ihr geht da schon mal drauf. So. Der drauf. Warte mal, ihr schießt auch nicht auf die Bogenschützen, ihr schießt erstmal noch auf die, bis sie am Fliehen sind. Schickt ihnen einen Hagelsturm. Bereit für den Kampf! Eine Gruppe ist erledigt. Wir sehen dem Tod ins Auge. Dann zieht ihr euch ein bisschen zurück. Schießt auf meinen so. Befehl! Ränder. Schwerter. Ränder. Knochenbrecher! Bereit für den Kampf! So. Der Triumph ruht! Voll da drauf! Brecht sie! Löst euch mal! In Position, Streitwagen!
Männer der Welt! So, jetzt auf die hier. Rollen in Position! Verdammt nochmal! Götter, helft mir! Ach, die Wagen müssen hier weg, ey. Da kommt Infanterie. Bewegung, Streitwagen! Warte mal. Stopp. Alter, die sind jetzt alle reingelaufen. Oh. Ja, zurück. Lösen. Da haben sie ja immer so ihre Probleme mit. Auf den Weg machen! Alter, die schießen immer noch. Streitwagen unterwegs! Hat mal auf die hier feuern. Ihre Schädel ein. Wir haben ihren Mut gebrochen. Da, die klatschen jetzt hier bei uns hinten rein. Ab auf die. So, einmal Wagen dahin. Das ist geregelt. Kurzen Stopp. Die stehen im Moment noch ganz gut. Da kommen allerdings wieder Wurfspeerwerfer. Da müssten die sich eigentlich alle nur drehen, ne? Dann schießt mal lieber auf die. Hol euch der Tod! In Position, Streitwagen! Boah, ist die schon wieder so dicht dran gelaufen? Liga der Gezeiten. Stück zurück. Auf den Weg machen. So, die schon mal wieder da rein. Verstanden. Die da rein. Männer der Welt. Bewegung. UNKT schenkt uns einen Vorteil. So, jetzt die wieder rein hier. Oh, die Wagen sind bald weg. Der Triumph ruft! Streitwagen! Rammt! So, da nochmal reingeklatscht. Wieder zurück. Rollen in Position! Ihr die hier mitnehmen. Und ihr die mitnehmen. Die haben wir geschlagen. Ihren Mut. Segel setzen! Wir können sie mit Steinen eindecken. Nur daran. Daran. Hier mit ran. Tötet sie alle. Die beiden Einheiten da mit drauf. Zermannt General, sie. Hier mit ran. Uns kann niemand brechen. Zu viel Blut. Vorwärts. So. Dieser scheiß Matsch, ey. Der Sieg erwartet uns. Jetzt kommen die hier nochmal, Alter. Männer der Welt! Party wird euch zerstampfen! Umkehren! Ja, lösen wir doch hier mal unseren General raus. Geh mal damit ran. Gnade. Ja, die fliehen auch alle. Niemals aufgeben! Da ist der Sieg! Alter, war das eine blutige Schlacht. Da sind noch gepanzerte ägäische Bogenschützen. Das sind Räuber? Irgendwo noch Wurfspeerwerfer? Dann gönnt ihr hier die Räuber. So, ihr alle auf die... Hier auf die. Hier auf die. Wer macht die hier platt? Du jagst die. Was könnten die hier erledigen? Du gehst da mit ran. Und du gehst da mit ran.
Du gehst hier hinterher. Und du gehst da hinterher. Besten so viele kriegen, wie es so irgendwie geht. Die machen irgendwie wieder nicht das, was sie sollen. Sie haben den Zorn der Götter gespürt. Ist hier noch eine Fahne von ihm? Nee, ne? Das ist für Fakti. Greift entschlossen an! Niemand kann uns herausfordern. Verfolgt die hier. Und du verfolgst die hier. Sterbt, ihr Narren! Das sollten die schaffen. Tapfer in der Schlacht. Das werden die wahrscheinlich auch schaffen. So, wo sind seine größten Einheiten? Brecht sie! Welche Steinschleuder sind hier noch mit dabei? Die hier? Die sind relativ weit vorne, dann nimmt man die mit. Winde, leitet uns! Die sind auch stehen geblieben. Bald trefft ihr euren Schöpfer! Jawohl, die Wagen haben die auf jeden Fall noch gekriegt. Dann könnt ihr ja mal versuchen, ob ihr da noch rankommt. Ja, die werden die hier wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Der dümpelt noch was von ihm rum. Sterbt, ihr Narren! Ja, dieser Scheißenmatsch, ey. Ah, wir haben hier noch Steinschleuderer. Pflichtbewusst! Schieß mal ein bisschen. Zwischen die Augen zielen! Den hier noch Steinschleuder dabei? Ja, die hier. Dann schieß doch auch mal ein bisschen. Was würde ich für einen Schluck Wasser geben? Ja, Gluthitze ist also am Start. Tötet sie alle! Die Wagen hier für die. Was ist da hinten passiert? Lass sie erzittern! Guck mal, ob er die noch kriegt. Steine in die Luft, los! Wir sind unbezwingbar! Schwerter! Ja, die werden hier durch die noch aufgehalten, sonst wären sie schon viel schneller. Für den Kampf. So, was ist hier los? Sind die Wagen angekommen? Da kommen sie angebrettert. Streitwagen. Wir sind unbezwingbar. Wellen und Stürme. Das sind jeweils Schleuderer. Dann schieß doch mal auf die. Und hier geht auf die. Niemals aufgeben. Für Ruhm und Ehre. Er fängt auch an zu blinken. Schleuderer! Angriff! Wäre mal gespannt, ob wir da eine Einheit verloren haben. Aber da sieht man mal, wie heftig diese Tadunäer sind. Also, das ist schon übelste Schlacht gewesen. Ja, die Soldaten, haben fast keine mehr. Wir gehen mal lieber damit drauf. Feuert Steine auf sie, bis sie Mus sind! Vor allem, je mehr wir von denen kriegen, desto mehr können wir unsere Armee wieder aufpushen. Ein Sieg für so, eigentlich ist alles erledigt. Wir sind die Besten. Daran gibt es keinen Zweifel. Guck mal, ob du die noch kriegst. Ja, die werde ich nicht mehr erreichen. Es war ein knapper Sieg. Schauen wir mal, wie viel wir verloren haben und ob er weg ist. Na, naja, geschlagen hat er ihn zumindest. Und seine Eier hat er ihm auch zum Boost gemacht. Ah, das ist aber wenig Prozent. Wir haben eigentlich relativ viele erwischt. Rein von der Theorie her, 5 von seinen Einheiten überlebt, 3 Gold und seine 2 Wurfspeereinheiten. Nur 8% ist echt mau, ey.
Ich dachte dann, wir hätten mehr erwischt. Naja, vielleicht sind es alles Tote. Ich fühle trotzdem wieder auf. Also ich kann zumindest von ihm hier nichts sehen. Ich lerne aus Narben und Erfolgen. Oh, da hat er sich auch weiterentwickelt. Der gute alte Dumana. Damit wir hier auf 6, 17 war das, ne? Ne, 16. Also zwei Stufen noch. Das passt ja eigentlich ganz genau. Jetzt den 6. hier, dann den 6. da. Und dann haben wir den. Für den guten Bonus. Wir haben eine Tontafel bekommen. Ich weiß noch nicht, was sie bringt. Ich gehe mal auf ihre Yati. Die Klänge von Hati. Es muss hier sein. EP pro Runde 10. Die hat Alawitzi. Die gebe ich auf jeden Fall dem Dumana. Weil er auch noch eine große Armee hat. So, was hat der? Einfluss einmal und hier die Bewegung auf Land. Dann nehme ich ihm den hier. Ach nee, warte mal, er ist ja da unten. Ja, das ist günstig. Dann nehmen wir den hier weg. Sapuhasa. Dann kriegst du das Verwaltungsregister. So, hätten wir das auch. Na, wie gesagt, hier sieht's aus, als wenn er weg ist. Dann nimmst du dir hier nur den Bonus mit? Hallo? Entfernt euch bitte! Der kommt hier an ihn nicht ran. Der kann auch da hingehen. Die Klinge von Hati. Ah, der kommt aber an ihn auch nicht ran. Bis wohin sind... Oh, da sind 50 schon weg. Da sind 50 auch weg. Dann gehst du bis da. Gehst in ein Lager. Entzündet die Feuer. Dann dauert das hier noch 3 Runden. Das ist die am härtesten angeschlagene Einheit. Die Steinschleuderin hier auch 3 Runden. Und die 3 bzw. 2 Runden. Ich kämpfe für Hati. Wenn die hier irgendwie so eine Siedlung angreifen, keine Chance. Das könnten wir niemals aufhalten. Der war schon bewegt, ne? Ja. Veteran aus Krati. Kann auch schon nicht mehr viel sein, was wir machen müssen. Ja, der Außenposten, der war in Zentral Hati. Wir haben nicht so viel Holz und vielleicht will ich Streitwagen rekrutieren. Ist eigentlich relativ weit weg vom Schuss. Dann können wir uns hier den Handelsposten auch gönnen. Die 150 Steine haben wir locker übrig. So, dann gehen wir noch mal kurz bei Diplomatie gucken. Gott, die wird
Ich kämpfe für... Vielleicht hat ja hier noch jemand da. Hupischner hat Futter, braucht Bronze. Könnten wir ihm sogar ein bisschen was geben. Holz ist er jetzt auch nicht so abgeneigt gegen. Nur zu. Sprecht frei heraus. Diplomatie machen wir plus 211. Gehen ja 20 Bronze, 50 Holz, ey, geht aber nicht viel, 350, immerhin 405. Gut, ich willige ein. Haben wir auch schon fast keine Nahrung mehr, minus im Moment zumindest. So, dann gucken wir mal noch. Ich werde dieses Land... Ihr seid kein Gott, Korunther. Nur ein willensschwacher Mann. Ich bin Gott und willensstark. Ich sehe nicht, wie daraus Gutes entstehen sollte. Nee. Ich kämpfe. Ihr habt eine Bei Tuvana geht auch nichts. Kanis. Hätte ja sein können. Wir müssen. Warum sollte ich jemandem zuhören? Dass wir irgendjemanden mit Plus hier haben. Ihr wollt verhandeln? Niemals. Ich mag euch nicht, Korunther. Kein bisschen. Das war nicht schlecht. So, der hat nur mit Eindringling Krieg und der hat hier 1 bei Nicht-Angriffspakt. Immerhin 0,8. Ey, komm, in dem kitzeln wir doch noch ein paar Steine raus. 50? Jawohl. Ja, das ist doch schön. Und das nur für einen Nicht-Angriffspakt. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Wenn ihr mich betrügt. Ugarit. Für die Schlacht nennt mir einen Grund, warum ich euch am Leben lassen sollte. Geht aber auf 0,4. Da kitzel ich mir doch auch noch ein paar Steine raus. 50? Ah, ganz knapp nicht, ey. 45 auch nicht, 40 nimmt er noch mit. Es muss getan werden. Erstmal hier nicht Angriffspakte überall. Ich bleibe. Warum seid ihr hergekommen? Achso, haben wir ja schon. Ich nicht. Warum? Naja, ihr so. Eure Hexerei hören. Ich könnte euch einfach zerquetschen. Das ist immer so geil, ey. Nee, dann geht auch handelmäßig erstmal nix. Jo, dann haben wir hier schon wieder das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und seht uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und tschüss.